So, dann herzlich willkommen zur Weekend Edition des JFD Live Trading TV Formats. Freitag war noch einiges los an den Börsen. Der DAX, Xetra schloss am Tagestief und auch die Amis mussten noch deutliche Verluste hinnehmen. Allerdings gab es dann in der letzten Handelsstunde dann doch wieder erste Käufe. Aber heute dreht sich jetzt ausschließlich um den DAX. Das Chartbild von letzter Woche ist hier weiter noch intakt. Es ging ja darum, letzte Woche Korrektur Kaufzonen zu ermitteln. Hier ist es jetzt der DAX Future. Der erreichte am Freitag seine erste, aber die wichtige Kaufzone, was auch im DAX nachher gleich sichtbar ist, liegt hier an der 10.000-Punkte-Marke. Wie gesagt, das ist jetzt auch der Future. Und wenn man jetzt gleich im DAX schaut, ist es eben etwa 9.950, 60 Punkte. Also, hier wurde die Freitags- bzw. die Unterstützung im 4-Stunden-Chart unterschritten mit einer deutlichen schwarzen Kerze, gefolgt von einer noch einmal schwarzen und eine weiße. Was hier auch möglich ist, aber sehr unwahrscheinlich, wenn man jetzt hier theoretisch long geht, den Stopp unter das letzte Tief, dann kann man hier einen Versuch starten, jedenfalls rund 100 Punkte vielleicht mitzunehmen. Das Bessere würde, die Kaufzone liegt hier weiter unten, was aber auch schon letzte Woche so wegen der Farbauswahl deklariert war. Genauso, hier hat sich nichts geändert im Chart. Die Kaufzonen bzw. die Prognosepfeile war für mich hier das mittlere, das eher das wahrscheinlichste. Und hier liegt eben die Oberkante bei 9.997. Und was eben der Mitte ist, eben 9.970. Und die Unterkante wäre jetzt hier die 9.910 bzw. 20 Punkte Marke. Die allerletzte, was natürlich dann halten muss, deswegen auch dunkelblau hier gekennzeichnet, wäre hier bei 9.775, aber das ist jetzt hier erstmal nicht das wahrscheinlichste Szenario. Also mich sieht es weiter danach aus, der DAX hat bessere Chancen nach oben. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, alle 30 DAX-Aktien zu analysieren und ich habe hier die 8 rausgepickt. Ein, zwei alte Bekannte sind natürlich dabei, auch wie jetzt eine Bayer, die schon läuft. Da muss man aber aufpassen, dass hier die 100-Euro-Marke auf jeden Fall Tagesschlussbasis verteidigt wird und natürlich besser auch, dass nicht mal Intraday verletzt wird, diese Marke. Also hier würde ich, weil eben der DAX noch ein bisschen Korrekturpotenzial hat, da wird eben die Bayer-Aktie auch noch mit nachgeben, aber hier auf Schlusskursbasis die 9,99,50 muss hier halten. Man kann hier, weil man ja zwei Positionen eingegangen ist, die zweite nicht auf Schlusskursbasis und die andere auf Schlusskursbasis, dann ist man eventuell einmal ausgestoppt und die andere Position wäre noch im Depot und dann bei einem Anstieg kann man die andere dann wieder nachkaufen. Was auch morgen mit einem richtigen Kauflimit dann versehen wird, ist die Deutsche Telekom. War hier immer noch auch im Fahrplan auch ein Gap Close. Der fand jetzt am Freitag statt. Trifft jetzt hier auf die Aufwärtstrendlinie. Die darf montags temporär unterschritten werden. Aber auf Schlusskursbasis sollte dann die 15,20 halten. 15,20. Auch sonst gefällt mir das Bild bei der Telekom noch gut, solange, wie gesagt, der Aufwärtstrend sowieso hält und die Marken nicht verletzt werden. Jetzt kommen die neuen Setups hinzu, stimmt, ein altes kommt nachher noch. Hier ist eine Kaufmarke knapp unter der 25-Euro-Marke deklariert. Stopp kann wahlweise dann hier unten positioniert sein oder
schon an der Unterkante. Allerdings, das wäre hier natürlich sowieso alle Linien, die bzw. Unterstützungen von Rainbows sind natürlich auf Schlusskursbasis gedacht, weil Intraday hat ein temporäres Überschießen oder Unterschießen keine Aussagekraft, aber auf Schlusskursbasis muss sowas halten. Dann kommt noch ein altes Setup. Da war immer noch die Frage, wann hier Dynamik reinkommt. Man sieht hier, ja, dass die RWE jetzt wirklich gegen den Trend eben schön zugelegt hat. Hier gab es dann, was ich eben erwähnt habe, doch nicht genau exakt den Pullback, aber wenn man jetzt hier die Kerzen so nimmt, dann kann man das hier als Überschießen nennen. Kleinen Rücklauf. Hier der Rücklauf kam eben vorher zustande und nun sollte sich hier genauso diese Bewegung fortsetzen und mit einer Stop-Buy-Marke wäre hier 13,50, 13,55 dann zu nennen. Also ein Tagesschlusskurs auch über 13,35 wäre ein Einstiegssignal oder ein erneutes Einstiegssignal. Die Vonovia-Aktie hat hier eine sehr starke Unterstützung zwischen 29,20 bis 28,90 bzw. 28,60. Da wird auch ein Kauflimit dann platziert. Deutsche Börse ist eher antizyklisch bzw. hat hier ein starkes Unterstützungsband. Läuft es hier rein am Montag, Dienstag, kann man hier antizyklisch kaufen oder könnte man. Dann zu Siemens. Die habe ich da vor Anfang April zweimal vorgestellt mit Kursziel 94,50. Ist über den Weg geschossen. Auch über, über den zweiten Abwärtstrend. Hier kann man eventuell, aber da trifft es doch, hier trifft es dann tatsächlich genau drauf. Hat sich also an dieser Trendlinie, haben sich dann die Bullen von den Bären überrollen lassen. Nichtsdestotrotz, hier Gap Close, zack, wäre ein schönes, wunderschönes EMA 200 Setup bei einer Siemens genauso. Oder ähnlich ist es bei der Allianz. Läuft wieder zurück auf den EMA 200 und von dort aus könnte es nach oben gehen. Und wenn man jetzt hier die ganzen Setups, die ich jetzt hier vorgestellt habe, im Prinzip begutachtet, auf die Pfeile hin, dann wäre eben auch im DAX noch mit einem, nur Anführungszeichen, mit einem Rücklauf, nochmal umruhend. Ja, es sind ja nicht mal 100 Punkte. Denkbar eben auf die 9.920 und klar, Intraday, eventuell einen schnellen Ausverkauf, ist auch natürlich noch bis 9.775 möglich. Auch hier gibt es dann nächste Woche Kauflimits, direkte Kauflimits. Danke fürs Zuhören und noch allen einen schönen Sonntag.